Hi Leute! Ja, ich habe heute vor, einen wunderschönen Kirschblütenöl zu machen für die Haut. Und die brauchen wir. Sehr schön, ne? Ja, die Zeit ist noch da und ich möchte euch gerne mal das zeigen, weil meine Haut braucht ein bisschen Pflege. Ich habe, weil wenn ich viel draußen bin, viel Sonne abbekomme und sowas, hilft die auch. Die ist halt gut für entzündungshemmend, ne? Das heißt, wenn du eine Entzündung hast, oder Wunden oder Trockenheit. Deswegen machen wir mal eine natürliches Kirschblütenöl. Kommt mit. Hier, guck mal, da oben ist ein ganz schöner Beutel mit Kirschblüten, den werde ich jetzt versuchen abzukriegen. Hoppa. Ja, ihr müsst aufpassen, wenn ihr die pflückt, nicht zu schnell, weil die fallen sehr, sehr schnell ab. Wir brauchen die, weil ich habe gerade schon gepflückt und die sind alle runtergefallen. Aber wir haben die schon gefunden und ich habe schon weiße gefunden. Hier vorne, wir mischen die mal. Haben wir so zwei schöne Gemische. Wir bräuchten, glaube ich, hier so einen Strang und noch so ein weißes. Das sind dann vielleicht so 25 Gramm. Das müsste reichen. Und dann werden wir das gleich schon einkochen. Ja, hier ist der weiße und guck mal, wie einfach das ist. Zack, kommen wir hier locker ran. Ja, schaut mal, wie schön die aussehen. Ihr müsst aber euch beeilen, weil die Kirschzeit ist bald vorbei, wenn ihr noch so ein Öl möchtet. Ja, wir haben jetzt alles. Ja, wir haben die jetzt gepflückt. Und ihr könnt auch die Blätter essen. Und die Blüten könnt ihr auch essen. Ein kleiner Bonus-Material-Tipp. Schmeckt auch sehr lecker, ist auch sehr gesund. Aber wir brauchen die Blüten erstmal. Voll lecker. Ja, Leute, wir werden uns jetzt mal ein bisschen vorbereiten. Ich werde jetzt hier die Rosen rauflegen, in dieser Schüssel. Dann werden wir einmal natives Kokosöl nehmen, weil das ist auch richtig gut für die Haut. Die werden wir gleich mit den Blumen reinpacken und dann ungefähr 70 Grad schön erwärmen, dass schön diese ganzen ätherischen Öle rauskommen, dass wir das schön im Öl haben. Ich zeige das euch noch. Wir werden erstmal die Blüten reinpacken. Die fallen alle schon hier ab. Ja, und das könnt ihr liegen lassen für die Tiere. Die essen das gerne. Kaninchen und Hasen. So. So, Leute, jetzt nehmen wir schön Kokosöl. Ja, und für euch jetzt ein kleiner Tipp. Das ist hautschützend. Das heißt, wenn ihr Entzündungen habt in der Haut, oder sowas, ihr merkt, dass es ist sehr rot an der Haut, es sind schon so leichte Reizungen, das lindert das und macht es auch weg. Ihr könnt auch, das hilft richtig gut, ihr schmiert das schön ein und dann Pflaster raufpacken und dann habt ihr das halt länger drauf und so heilt das. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne entzündungshemmende Hautcreme, könnt ihr das so betrachten und ja, macht die Haut, pflegt die Haut, dass sie nicht trocken wird und ja, dass sie schön weich auch ist. Ne? Ihr kennt das ja. Und deswegen wollte ich das einfach mal euch so zeigen, weil die sind sehr teuer, die Öle. Und guck mal, ganz einfach, 3 Euro ein ganzes Glas. Wir brauchen aber nicht so viel. Blumen sind kostenlos, einmal erwerben und dann habt ihr für 3, 4 Euro ja, einen kostenlosen, schönen Kirschöl. Genau. Aber wir packen jetzt erstmal was rein. Und ich merke gerade, Leute, am besten erst das Öl rein. Und dann die Blumen. Aber gut, wir machen das jetzt so. Ihr braucht ungefähr 100 Milliliter oder 100 Gramm Kokosöl. Und Blüten braucht ihr 25 Gramm. Und dann habt ihr eigentlich alles. So, zack. Ich glaube, das reicht so. Zack. Ihr müsst das nicht so wie ich machen, mit den Trangia hier. Ihr könnt das auch einfach zu Hause machen. Ich mache das nur, weil ich das schön finde und für euch eine schöne Aufnahme zeigen möchte. Einmal dran hier anmachen. Zack. Ist noch nicht an. Jetzt ist an. Packen wir das hier schön rauf. Ja, und wir müssen jetzt warten, die Kamerafrau und ich. Und für euch geht das
in ein paar Sekunden weiter. Ja, es hat schon leicht angefangen zu blubbern. Das reicht jetzt. Ich müsste das jetzt die ganze Zeit warm halten. Für 15 Minuten ungefähr. Schön ziehen lassen. Aber trotzdem den Herd anlassen auf 3 oder so. Und dann die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber nur zwischendurch rühren. Und irgendwann lösen sich die ganzen Inhaltsstoffe und die ätherische Öle von der Kirschblüte. Und dann ist das alles schön im Öl drin. Und dann könnt ihr das schon kalt machen, kalt ziehen lassen oder so. Und dann könnt ihr das für eure Haut nutzen. Aber wir kochen erstmal weiter oder wir schmilzen erstmal weiter und dann melden wir uns gleich, wenn es fertig ist. Ja! So, Leute. Ja! Ja! Das lasse ich drin. Ja, ihr braucht ein kleines Glaslein. Am besten so ein Marmeladeglas, weil es platzt da nicht in der Hitze. Macht wirklich so 70, 80 Grad und dann vielleicht doch für 20 Minuten, ist mir gerade aufgefallen. Braucht ihr einen kleinen Sieb, weil die Blumen sind blöd, dann schmiert man nur die Blumen und dann ist die Haut eigentlich dann voll mit. Ist es nervig, deswegen filter ich das schon raus. Zack. So, so sieht das schon aus. Und ich schütte das jetzt hier rein. Da, unser wunderschöne. Ich habe es mir ehrlich gesagt, Leute, viel Purpur mehr vorgestellt und nicht so gelb. Interessant. Aha. Ja, ist ein bisschen gelb geworden. Interessant. So. Drücken wir die schön nochmal aus, die Blätter. Die Blumenblätter. Wir möchten ja auch alles haben. Zack. So, und dann drücke ich das schön aus. Haben wir ja schon ein volles Glas. Ihr könnt das auch gut für ein schönes Geburtstagsgeschenk auch machen, ne? Da würden sich Leute richtig freuen. So, aber ich mache das jetzt für mich und für meine Freundin. Ihr könnt auch diesen Rest hier auch benutzen und einfach euch damit einschmieren und danach euch abduschen oder so. Ja, Leute, ich mache den Deckel jetzt zu. Und wenn es euch schon bis hier gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren. Aber wir werden jetzt ein bisschen warten und dann teste ich das gleich für euch. Und ich habe hier noch so eine kaputte Wunde, die ein bisschen rot ist. Und dann werde ich mal zeigen, wie gut das funktioniert. Ja, das Video ist fast vorbei. Ich konnte doch nicht mehr warten. Das dauert zu lange, dass es kalt wird. Ich probiere das ja jetzt für euch auf. Ich mache mal langsam den Deckel wieder auf. So, ich packe mal ein bisschen sowas rein. Und dann hier auf meiner Wunde. Zack. Oh, die ganze Hand. Riecht nach Kokosöl auf jeden Fall. Ich rieche aber nicht den Kirschduft leider. Das habe ich irgendwie ein bisschen gehofft. Aber ja, Kokosöl ist, glaube ich, sehr dominant im Geruch. Aber es fühlt sich sehr schön an. Ich würde viel weniger nehmen wie ich, weil das ist sehr fettig, aber fühlt sich sehr erfrischend an. Meine Haut mag das auf jeden Fall. Fühlt sich schön an auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr denkt, so Kokosöl ist doch nicht was für mich, ich kenne das ist nicht so gut auf meiner Haut, dann gibt es Jojoba und es gibt noch Sojaöl. Das sind dann andere Öle, die wirken dann auch wieder, glaube ich, anders auf der Haut. Dann wirkt das nicht so. Ja, das Fett ist halt ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen dünner. Das Kokosöl ist sehr dick, glaube ich. Das gibt es auch noch. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob dieses Sojobaöl und dieses Sojaöl, ob das irgendwie besser ist, ob man dann die Kirschblüten dabei riechen kann. Weil das möchte ich mal gerne wissen. Ich habe jetzt Kokosöl genommen, ich rieche das jetzt nicht daraus, aber vielleicht bei den anderen zwei Ölen. Lasst mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Genau. Und Leute, das Video ist vorbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr denkt so, wow, habe ich noch nie gesehen, so ein Kirschblütenöl. Das ist irgendwie voll cool, das werde ich jetzt mal machen.
Schreibt das gerne mal in den Kommentaren, ob ihr sowas auch gemacht habt oder ob ihr das mit anderen Blüten gemacht habt. Und es gibt ja noch voll viele, ne? Walnuss, Hautöl gibt es, glaube ich, auch. Es gibt ja voll viele Öle, die man kaufen kann im Internet oder im Laden. Und ja, das reicht jetzt auch, denke ich, zu labern. Ich mache jetzt Schluss und ja, ich öle mich noch weiter ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein! Thank you.